Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lego-Lädchen an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Aus der 2019er Lego Movie 2 Serie, ganz genau so ist es. Die 70827 und die 70829. Das ist einmal der Fluchtbuggy und einmal Ultra Catty. Ganz genau so ist es. Gucken wir uns die doch mal an. Mein lieber Kunde Stefan hat mir diese zwei Sets gegeben. Ich habe sie erst ihm gegeben, er hat sie mir wieder zurückgegeben. Und wir haben einmal 350 Teile für 30 Euro, einmal 550 Teile für 50 Euro. Ziemlich teuer. Listenpreise selbstverständlich. Aber trotzdem, ist kein Lizenzprodukt, ziemlich teuer. Der hier erinnert natürlich sehr, habe ich euch ja schon vorgestellt, aus der Junior-Serie an diesen kleinen Buggy. Logischerweise, das ist das kleine Abbild, das ist der große Bruder. Fangen wir mit dem Kleinen an. Ja, machen wir. Ich stelle hier mal ein bisschen Zeug beiseite und dann gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, logischerweise. Der Film ist noch nicht im Kino. Lego bewirbt auf seiner Webseite schon, dass man wahnsinnig spannende Filmszenen aus dem Filmhit Lego Movie 2 nachstellen kann. Ich gehe auch davon aus, dass es ein Hit wird. Also was soll's, werden sich viele angucken. Also von daher passt es schon. Anleitung ist dabei. Ein paar Aufkleber sind dabei. Weg. Wie? Figuren. Ich habe die Figuren von beiden Sets zusammen hier auf dieses kleine Plättchen gestellt. Und ich finde, das hat einen guten Grund, denn sie sind sich natürlich wahnsinnig ähnlich. Und also ihr habt Lucy in einem coolen Outfit, finde ich, mit diesem sehr coolen Stoppschild in der Hand. Das finde ich sehr gelungen. Lustiges Steampunk angehauchtes Gesamterscheinungsbild. Zweimal Emmett, extrem ähnlich, nur ein bisschen anderes Gesicht. Dann haben wir Shakira und dann haben wir nochmal Lucy. Auch wieder praktisch identisch, nur ganz leicht abgewandelt, damit ihr natürlich, wenn ihr alle haben wollt, auch alle Sets kaufen müsst. Das hier ist, ja, es ist ein nettes Haarteil mit der Goggelbrille da drin. Ist alles okay. Ich gehe einmal kurz drum, mache die alle ab und zeige euch die wahnsinnig spannenden Alternativgesichter, die grundsätzlich eigentlich von einer Panik ausgehen, außer bei den Mädels. Die ist so ein bisschen entspannter. Aber der Emmett ist ja grundsätzlich wahnsinnig ängstlich, aufgeregt, was da alles schief gehen kann, ist unfassbar. So ist es. Und ihr seht jetzt auch nochmal dieses neue, das ist ja hier. Sekunde. Ich sehe gerade bei der einen Lucy, geh ab, du Kopf. Der Kopf wehrt sich. Hoodie kommt nach hinten und weiter geht's, ist ja schließlich, und mit Hoodies kenne ich mich aus. App. Und dieses, also ich denke mal, dieses Hoodie-Teil wird noch häufig vorkommen. Das zeige ich euch nochmal richtig von vorne und dann könnt ihr euch nochmal dieses Hoodie-Element angucken. Ich hoffe, das seht ihr gescheit und das ist eigentlich tatsächlich ein gutes Teil. Ich denke mal, das wird auch irgendwie den Weg in andere Serien von Lego finden, da bin ich doch sehr sicher. Das zu den Figuren von beiden Modellen. Diese beiden gehören zur Katze, die drei zum Buggy. Der Buggy hat noch drei weitere Figuren, sagt die Lego-Seite. Es ist, nee, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also, Figuren. Stoppschild, ziemlich cool finde ich. Ja, Never Stop. Ja, passt schon. Katze. Viech und die beiden. Passt auf. Wollen wir noch mal kurz gucken. Also, wir haben hier ein kleines Kitty-Viech. Kitty-Viech hat 24 cm Ausdehnung in der Länge. In der Breite mit Geflügel und allem drum und dran so 15. In der Höhe 10, würde ich mal sagen. Das sind so 3,5 mal ein bisschen mal 6. So. Das sind die bösen Aliens. Ich weiß gar nicht, ob die böse sind. Ich glaube, die Friends-Figuren sind die bösen in dem Lego-Movie, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und das sind einfach nur Aliens. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ist ein außerirdischer Duplo-Stein, der gebaut ist aus Lego-Steinen. Und hier hinten ist ein kleiner Griff, ein kleines Kügelchen. Und damit kann man dieses Zyklopenauge drehen. Nicht wahr? Ja. Immer wenn ich wieder sowas sehe, denke ich mal, wir sollten ja mal griechische Heldensagen aus Lego haben, finde ich, als Serie. So, ich fände es cool. Also da könnte man einiges, also da könnte man wirklich einiges rocken. Generell müssen ja nicht nur die Griechen sagen, wir können auch was von Römern, Ägyptern, hast du nicht gesehen, reinpacken.
Das wäre cool. Würde mir viel Spaß machen. Also egal, aber anderes Thema mal wieder. Wenn ich ein großes Set aufbaue, werde ich ein bisschen schwafeln. Da komme ich bestimmt auch auf das Thema mal wieder zu sprechen. Wir gehen hier mal rein. Natürlich reddish brown, wahnsinnig viel. Bisschen rot, bisschen gelb. Passt alles. Catty sieht nicht so happy aus. Könnte angry sein, möglicherweise. Hat natürlich ein wahnsinniges Gestachel an sich. Mit lustigen Schwertern, mit diesen Hörnergeschichten, hier diese Zahnteile. Sehr viele Wedgeplates, um das irgendwie alles ein bisschen darzustellen. Weil normale Wedges, ja, Wedges und Wedgeplates, alles Mögliche dabei. Das sind hier Prints auf diesen kleinen Slopes. Das schafft Lego tatsächlich manchmal. Das ist wie in der Friends-Serie, da kriegen sie es ja auch gut hin. An irgendwelche merkwürdigen Stellen einen Print zu packen, ich finde es super. Flammenprint. Kann man absolut für alles Mögliche einsetzen, was man möchte. Gar keine Frage. Hier oben ist auch so ein Griff. Also da kann man quasi Katze im Nacken packen. Und alles ist natürlich hier kugelgelenkig aufgebaut. Und hier ist das alles beweglich. Also in alle möglichen Positionen könnt ihr das bringen. Jedes einzelne in eine andere. Das ist alles unabhängig. Das hier ist an... das sind von diesen kleinen Schubkarren zum Beispiel. Sind das die Räderchen? Und die sind da einfach nur in eine Plate Modified gesetzt. Das heißt... Diese Aufhängung ist nicht stabil, sondern die wackelt hier so ein bisschen vor sich hin, richtet sich immer wieder aus. Hier oben ist eine Sitzplatte, damit man eine Figur befestigen kann. Und dann reitet man durch die Gegend. Genau. Kann man natürlich auch, hier sind Hingeplates, das kann man hier alles drehen. Und dann können wir hier, warte mal, hier Angry Catty kann auch rumlaufen. Moment. Ich hatte es vorhin mal irgendwie so halb hingekriegt, dass es stand. Kriegen wir das wieder hin? Nee. Steht. Zumindest für den Moment. Ja. Mit Einhorn, alles dabei, was man so braucht. Jetzt aber. Ich habe noch keine Ahnung, was das hier tut und warum und wieso. Macht ja nichts. Wir haben hier jetzt dieses Viechlein. Und das hat nicht nur einen Gesichtsausdruck. Wir haben ja Emotionen gelernt. Und Angry Kitty kann auch anders. Hier sind noch zwei Alternativgesichtsausdrücke, um die einzubauen. Und jetzt seht ihr, wie ich das hier befestigt habe. Nicht mittig. Das geht nämlich nicht mittig, denn das ist ein Fünferstein. Ja, richtig. Das ist ein Fünferstein. 1 × 2 × 5. Ja. Ein Fünferstein. Vielleicht seid ihr nicht alle so überrascht, aber es gibt keine Fünfersteine. Es gibt sie einfach nicht. 1, 2, 3 haben wir und dann 4, 6, 8, 10 hoch. 5. Leider, also was heißt leider bedruckt? Ich finde es besser als eine Aufkleber, gar keine Frage. Aber ein Fünferstein auf der Seite ist er ja blank, kann man ihn benutzen. Ein Fünferstein ist eine abgefahrene Angelegenheit. Da müssen wir gucken. Fünferstein. Ich bin gespannt, ob das jetzt so eine einmalige Sache ist oder ob wir bald Fünfersteine haben. Und dann vielleicht 7er, 9er und so weiter. Fünferstein. Fünfer. So, also haben wir. Jetzt kommen wir hier rüber. Ich kann euch leider wirklich nichts dazu sagen. Ja? Ich bin noch ahnungsloser als bei Star Wars oder Harry Potter oder Herr der Ringe oder sonst was. Keine Ahnung. Jetzt zeige ich euch noch die drei anderen Figuren von den 6, die hier bei diesem Set dabei sind. Zum einen mal haben wir Metalbeard. Von dieser Figur ist eigentlich nur der Bart und der Kopf da. Cooler Helm, alles gar keine Frage. Bart kennt ihr aus der Seku und so weiter. Das ist der gleiche wie aus dem, vom ersten Teil. Die Truhe kann man aufmachen, da ist ein Knochen und eine Wurst drin, vollkommen klar. Schloss dran. Ja, okay. Also, ganz normal. Und das sind die beiden anderen Figuren. Ein Herz und ein Stern. Das ist tatsächlich ein Herz. Also das ist eine neue Platte in Herzform. Dafür war irgendwie anscheinend auch noch eine Form übrig. Die Vorderseiten sind bedruckt. Der Stern hier ist auch ein Stern. Ja? Also das ist, guckt euch mal die Rückseite an. Das sieht so aus. Das ist ein Sternteil. Ich finde, sowas kann man auch bauen. Aber gut, Lego hat ein neues Molding, also ab dafür. Das hier ist ein... so ein Ding. Lebensgefahr. Und man kann das hier... Ich weiß nicht, warum. Ist halt echt...
Ich habe mir auch überlegt, ob ich das euch alles nicht zeige, wenn es mit dem Film halt irgendwie in die entscheidende Runde geht. Aber dann habe ich mir gedacht, ich will euch doch irgendwas zeigen. Und dann, ja. Keine Ahnung. Das ist ein Katapult. Also meine Güte. Ah ja, hier sind auch Aufkleber dabei. Das sind alles nur Deko-Aufkleber. Die haben keine Funktion, deswegen gehe ich jetzt nicht wirklich drauf ein. Das sind die Ersatzteile, die dabei sind, auch klar. Und das ist die Anleitung, die dabei ist, auch klar. Ja, gar keine Frage. An besonderen Teilen würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr erzählen, aber tatsächlich ist jetzt an der Stelle noch nicht viel los. Hier kommen wir jetzt in eine Gegend, die ein bisschen spannender wird von den Teilen, weil Sandblau dabei ist. Und Sandblau ist ja so eine Geschichte, ihr wisst, sie ist eine seltene Farbe und genauso wie Sandgrün, Sandrot. Und für diejenigen, die diese Farbe sehr mögen oder was bauen wollten, ist es natürlich eine nette Angelegenheit, dass ein paar mehr Teile in der Farbe auf den Markt kommen. Spitzenklasse. Für mich ist noch ein anderer Moment ein definitiver Highlight. Und 22 mit Flamme, ja. Also mein Highlight an diesem Set. Ich hatte sie gerade schon in der Hand. Breite 14, Höhe 15 sind die Reifen. Guckt euch diese Reifen an. Seid ihr genauso begeistert wie ich? Ich gehe fest davon aus. Das hier vorne sind die kleinen Standardreifen, die kennt ihr. Ja, ganz normal, werden ihr in aktuellen Technik-Sets verbaut. Und jetzt haben wir wieder die richtigen Reifen. Das letzte Mal, also in der Technikwelt, gesehen auf dem 9393 Traktor, davor auf dem 8069er, Baggerchen und so. Große Reifen. Sie sind momentan auch auf dem Drachenfänger drauf bei den Jaguar, aber das ist ein 100-Euro-Set, um zwei Reifen zu kriegen. Das ist jetzt ein 50-Euro-Set, um zwei Reifen zu kriegen. Wir nähern uns langsam wieder der richtigen Gegend. Am besten wäre es natürlich, wenn sie in einem Technik-Set vorkommen würden, wo sie auch hingehören und wo sie Ewigkeiten vorgekommen sind. Aber das sind ja jetzt die größten Reifen, die wir haben, wenn man einen Buggy bauen möchte. Und jetzt gibt es zum Glück die hier irgendwie halbwegs greifbar. Problem ist, viele sagen ja, wir haben doch die großen Reifen. Die vom Klaas Xerion und die vom Radlader. Also die sind beide weg, aber die Größe. Es hilft mir aber nicht so richtig. Ich meine, so ein Unimog-Reifen ist eine tolle Sache, aber nicht, wenn ich einen Buggy bauen möchte. Genauso ist vom Klaas Xerion der Reifen super, wenn ich einen Traktor bauen möchte. Ein nicht so cool für einen Buggy. Das sind Buggy-Reifen und die gab es noch eine Stufe größer und ich hoffe, wir bekommen sie irgendwann wieder, damit wir gescheite Autos wieder bauen können. Und das hier ist ja auch der Reifentyp, den man auf das 69er Extrem-Geländefahrzeug packt. Nur noch mal größer. Gab es ja in groß. Es ist ja nicht so, dass es die nicht gab. Und jetzt haben wir wenigstens wieder diese Zwischengröße. Ich bin sehr glücklich, 7 Jahre waren sie weg. Und jetzt kamen sie im Drachenfänger und jetzt hier nochmal in dem Buggy. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sie die wieder, das macht Lego ja eigentlich dann ganz gerne, auf mehrere Sets wieder verteilt. Hoffentlich in die Technik, vielleicht eher im Sommer, vielleicht haben wir Glück. So, genug zu den Reifen, ich weiß, daran hänge ich immer lange fest. Jetzt haben wir aber hier eine Federung sogar noch drin. Nur, was ich für Sachen mache. Eine Federung. Die Vorderachse ist gefedert, hinten nicht. Wenn man aber hinten drückt, federt es vorne mit ein, also hat man so ein Federgefühl, wenn man rumfährt. Logisch wäre es cooler gewesen, hinten noch eine Federung zu haben. Dann wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen wackelig geworden, aber ich hätte es trotzdem lieber gehabt. Aber jetzt haben wir hier Federung. Ja? Federt gut. Einmal für euch. Und das ist die klassische gelbe Feder, die kennt ihr. Brave Feder. Da gibt es hier Deko-Sachen. Nitro-Tank oder so. Schöner, großer Motor, große Flamme, alles Mögliche. Ja, Steampunk, ja, Apokalypse-mäßig, ja, was auch immer man da haben möchte. Mir fehlen so ein bisschen die Orangetöne. Das hätte ich noch cooler gefunden, dann wären wir noch ein bisschen mehr in die Richtung abgedriftet. Aber Ninjago hat das ja vorgemacht und Lego übernimmt in den eigenen Filmen gerne diese Themen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Es gibt ein paar Mocs, die sind auch ziemlich cool. Auch so mit großen Buggys, mit sinnlos großem Motor draufgesetzt und so. Die sehen auch ganz cool aus. Und vom Prinzip her ist es okay. Farben, Sandblau, ich mag Sandblau. Prinzipiell die Kombination jetzt mit Rot hier. Ich würde mal sagen, das ist Geschmackssache. Wir haben riesige Funktionen. Also zum einen haben wir hier vorne, wie ihr gesehen habt, hier dieses wunderbare, klappbare Türelement. Das natürlich hier der Grill ist. Wir können hier vorne eine Haube aufmachen. Darunter sind nochmal großartige Kanonen. Wir können die Tür aufmachen hier an der Seite. Das ist auch ein riesen Play-Feature. Und wir haben hier an der Seite so eine Kanone, mit der aber nichts passiert. Die ist einfach nur hingesetzt. Wir können das Dach abnehmen, sehr leicht. Dann könnt ihr reinschauen. Da seht ihr so eine aus 3x2-Platte. Die ist ganz gut als Sitz natürlich geeignet. Das ist ganz praktisch.
Das Ding ist, wie ihr seht, ich werfe das hier rum, wie ich mag. Das ist ziemlich stabil. Also da soll es keine Probleme beim Spielen geben, dass da was auseinanderfällt oder so. Das sollte alles passen. Den Motor hinten finde ich ganz cool. Guck mal. Also damit komme ich tatsächlich zurecht. Ist alles ziemlich beweglich hier. Also man kann es anordnen, wie man mag, dass es gut aussieht. Die Farbzusammenstellung hier oben drauf ist jetzt interessant. Von der Lucy, die sind jetzt die Farben. Ja, und dann hier, das sind alles solche Deko-Elemente hier irgendwo mal dran. Ja, das auch vorne, die hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber ich bin auch definitiv nicht Zielgruppe. Zielgruppe von den Lego Movie Sets sind, abgesehen von Erwachsenen-Sammlern, natürlich Einsteiger und die finden alles cool, was irgendwie nochmal nach gefährlich und mehr Funktionen und sonst was aussieht. Und dann sind hier natürlich solche Elemente nochmal dran. Passt. Mehr kann man damit, glaube ich, nicht machen. Also man fährt federnd durch die Gegend und freut sich. Ich freue mich über die Reifen. Ist auch was, oder? Für jeden was dabei. Jetzt gibt es die Sache, passt auf, und da habe ich hier wieder mein Weltklasse-Telefon dazu geholt. Man kann etwas umbauen. Und ich habe gedacht, wir machen das mal, oder? Wir können das kombinieren. Beide Sets kann man zusammenbauen zu einem gemeinsamen Set. Gemeinsames Set. So wie ich mir das hier in der Anleitung angeguckt habe, nehmen wir ein paar Teile und kombinieren. Von gemeinsamen Set zu sprechen, ist wirklich übertrieben. Aber ich dachte mir, wir machen das. Und ich tippe hier wieder wild rum, mache alles kaputt, aber wir gucken mal. Die Idee ist, dass wir erst auseinandernehmen und dann ein bisschen was kombinieren. Ich würstel es mal schnell zusammen und dann wird es toll. Ich finde es ein bisschen schade, es sind irgendwie 10 Seiten, dass sie das nicht hinten in die Anleitung reingedruckt haben, aber sie wollen natürlich der Umwelt zuliebe da weniger drucken, das ist vollkommen klar. Also wir nehmen das einfach mal ab und wir nehmen auch hier hinten die Beinchen ab. Dann seht ihr auch nochmal hier diese Kugelgelenke, mit denen es zusammengebaut ist. Ganz hervorragend. So, welche Position? An der hier? An der? An der. Geh ab, genau. Was kommt noch ab? Pfote hier und Pfote da, auch das. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Es wird total spitze, ich sag's euch, wir kriegen das genau hin. Was soll ich hier abnehmen? Das. Jetzt muss man noch wissen, was man hier abnehmen soll. Einmal rumgedreht, Pfote hin, den hier hinten, okay. Das mache ich doch gerne. So, einmal. Und auf der anderen Seite auch. Der sitzt an der super Position, um keinerlei Hebelkraft aufwenden zu können. Das ist ein Traum. Das ist genau das Richtige für mich. So haben wir auch. Jetzt haben wir und noch hier oben 6 Stachelviecher. Soll ich auch noch abnehmen? Ja, das kriegen wir auch noch hin. Die sitzen auch noch so schön drin. So richtig schön fest. Ist wunderbar. Kommt raus. Und die hier auch. Die sitzen auch wieder hier auf diesen neuen Platten, die so doppelt abgerundet sind. Die ja sehr, sehr, sehr gerne. Also ich glaube, da hat Lego wahnsinnig drauf gewartet. Also die Designer bei Lego haben wahnsinnig drauf gewartet, dass die endlich in Produktion gegangen sind. Die werden überall reingeballert aktuell. Ich packe sie mal hier vorne drauf, dann könnt ihr es euch nochmal angucken. Ich erwähne sie relativ oft, aber es ist halt noch ein relativ neues Teil. Und ja, sie werden sehr, 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 sehr gerne aktuell benutzt. Für alles Mögliche. Sinnvoll oder nicht, wurscht, das läuft. Also, wir haben jetzt hier 2x Bein, dann super Angry Kitty Schwanz, Kitty Gesicht und 6 Teile. Deswegen kombiniert, also das bleibt alles übrig, das bleibt weg, das kommt nicht mehr dazu. Was machen wir hier hinten? Wir nehmen die Lucy-Deko ab. Weg ist sie. Wir nehmen den Motorblock hier ab. Könnt ihr auch noch mal kurz gucken. Das waren hier die. Ein schöner Block gebaut. Liegt auf einer 4x6 Platte ganz entspannt. Weg ist er. Hier drin sind auch noch mal 6 von diesen kleinen Cones, die auch vorne noch mal unter der Haube zum Nachladen oder was weiß ich was standen, zum Cool sein.
Wie auch immer, wir nehmen das hier hinten ab und auch den kleinen Pin. Pin, komm her. Und wir nehmen hier von hier drüben dieses Ding. Das nehmen wir auch noch dazu. Und wir brauchen nochmal hier vorne die zwei. Ist interessant, die hätte ich auch von den Beinen da nehmen können. Da waren auch noch welche. So, und schon sind wir so gut wie fertig. Also, dann packen wir mal die Kollegen wieder drauf. Ich sage euch, das wird sensationell, was wir hier machen. Und jetzt kommt das hier. Ah, jetzt nehmen wir hier die. Wir verschönern das hier wahnsinnig. Ich sehe es doch. Jetzt weiß ich auch, wozu wir diesen Kanister da als Deko hatten. Einfach nur, um die Teile bereit zu haben, um das hier zu machen. Weil ansonsten, glaube ich, ist da doch echt kein Sinn hinter diesem Benzinkanister. Jetzt haben wir hier die lustigen Dornen. Bauen wir auch rein. Schön, schön, schön. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Und wir setzen ihn einfach wieder drauf. Spitzenklasse, wie das funktioniert. Es funktioniert grandios. Jetzt haben wir hier ein Bein. Welches ist denn das? Ist das das? Nein. Es ist das hier. Und da packen wir. Habe ich da den falschen abgemacht? Ah, nee. Wir sollten die nehmen, bei denen ich das tatsächlich abgenommen habe. Na, schau einer an. Also, dann machen wir das so. Hier packen wir das dran. Dann hier den. Und wo habe ich jetzt das kleine, runde Ding hergeholt? Angeblich? Irgendwo her? Ah, ist ja drauf, ist ja gut, das haben die nur auseinandergenommen. So, und jetzt wird das hier angesetzt. Spitze. Jetzt nehmen wir den anderen, den ich auseinander gepflückt habe. Und setzen das hier dran. Das da drauf. Das hier rüber. Pfote dran. Rumgedreht. Wir sind so glücklich. Gesicht geschnappt. Wo kommt denn das jetzt her, das Zeug? Moment, das ist klar, aber das andere Teil fehlt mir. Wo hätte ich das denn abmachen sollen? Da? Ach, von da unten. Na, guck an. Also, gehen wir da wieder vor. Und das packen wir jetzt hier vorne dran. In die Mitte, dazu, man kann auch das Gesicht noch austauschen, aber ganz ehrlich, Flamme, und das kommt hier hinten dran, und das kommt da jetzt drauf. Das war's. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, aber gut. Okay, so. Das ist die Kombination beider Sets, wie Lego sich das vorstellt. Ich meine, es funktioniert. Und von daher lassen wir es einfach mal dahingestellt. Das wird vielleicht im Film Sinn ergeben. Ich bin sehr gespannt, dass dann Angry Catty mit dem Fluchtmobil, ja, wegreitet. Ich weiß es nicht. Ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Ich wurde nämlich in den Tagen jetzt schon angesprochen. Wie geht denn das? Kann man einfach, also ich hatte auch auf den Bildern irgendwie gedacht, obwohl es ja nicht sein konnte, dass man das eine Set sozusagen einfach hinten drauf setzt und man es dann auch wieder abnehmen kann und wieder separieren und so weiter. Es ist ein ernsthafter Umbau. Und ohne, dass man sich dann hinsetzt und sich wirklich überlegt, was man gemacht hat, kriegt man es auch nicht wieder in der Form zusammen, denke ich. Das Nervigste dabei ist jetzt hier dieser Mini-Umbau, dass man hier von den Beinen das Zeug abgepult hat, um das zu basteln. Also das,
Ich weiß noch nicht ganz echt, wie nötig das ist. Ob man jetzt diese Kante da hat, dann kann man das einfach echt absetzen und dann geht es viel, viel, viel einfacher. Und dann passt das. Und jetzt auch die Deko hier oben auf dem Motorblock kann man sich auch überlegen, wenn man die einfach lässt, wie sie war, dann passt es auch. Aber klar, so kriegt es mehr den Rotlook und dann sieht es halt aus, als würde die Katze wirklich drauf liegen. Ich, mein Gott. Ich beschwere mich nicht im geringsten, weil wenn man die zwei Sets nicht kombinieren könnte, wäre es halt so. Und jetzt kann man zumindest das hier machen und es gibt eine Anleitung dafür. Also hey, im Endeffekt ist es ein Bonus, also freuen wir uns. Bonus ist immer was Gutes, gell? Ganz genau. Da sind wir happy. Habe ich euch gezeigt. Ich freue mich. So, wir müssen durch die Lego-Movie-Welt auch noch ein bisschen weiter durchstöbern. Es gibt ja diesen lustigen Van, den muss ich euch doch unbedingt zeigen, oder? Und dann die umgestürzte Freiheitsstatue, dieses Apokalypse-Borg-Ding. Können wir uns auch nochmal in Ruhe angucken. Machen wir auch noch. Das wird doch ganz großartig. Freitag und Samstag bin ich in meinem Lädchen. Kommt gerne einmal vorbei. Wir finden ein schönes Set für euch. Ich bin mir doch ganz sicher. Bei Exclusives ruft mich definitiv vorher an, damit ich die Möglichkeit habe, vielleicht noch eins zu besorgen oder es zumindest wegzulegen. Dass ich ein Exclusive zufällig da habe, wäre wirklich eine Überraschung. Alles, was ich habe, ist normalerweise schon reserviert. Das ist das Problem. Es wird wunderbar, aber Ersatzteile sind noch ein Thema, ihr wisst Bescheid, ist ja auch auf meiner Webseite überall beschrieben. Da müssen wir momentan noch ein bisschen ausharren und dann klappt das. Macht etwas Schönes, habt eine großartige Zeit. Bis bald.